Herr Albrecht Schmierer, Sie sind Zahnarzt und arbeiten mit Hypnose. Kommen Sie da völlig ohne klassische Anästhetika aus? Also wir arbeiten seit 30 Jahren in der Praxis mit Hypnose und der Beginn der Hypnose war eigentlich das Arbeiten mit Menschen, die Zähne knirschen. Und das hat gar nichts mit ohne Spritze zu tun, sondern ist eigentlich im Grunde genommen Hypnotherapie, dass die Leute andere Wege finden, ihre Stressfaktoren abzuarbeiten. In der Zwischenzeit hat sich's eben ergeben, dass ich sehr viele Patienten bekomme, die ohne Spritze behandelt werden wollen. Aber zahnärztliche Hypnose ist prinzipiell nicht, um Spritze zu ersetzen, sondern ist dafür da, dass es allen gut geht, dem Patienten, den Zahnärzten und ihrem Team. Wenn ich in der Zahnarztpraxis mit Hypnose arbeite, bedeutet das, dass die Leute gerne wiederkommen, dass sie sich liebevoll behandelt fühlen, persönlich wahrgenommen fühlen. Und wir setzen die Hypnose überwiegend ein zum Angstabbau und um so einen Sedierungszustand zu erreichen, in dem die Spritzen viel länger wirken, wo ich also statt 6, 8 Spritzen für 4 Stunden Behandlung von einem Oberkiefer nur 2 brauche. Ich spritze ein, weil die Menschen brauchen die Sicherheit und ich selber auch, dass ich niemand wehtue. Aber dann sage ich dem Patienten, wenn ich eingespritzt habe, spüren Sie mal nach, wie sich das jetzt anfühlt in Ihrem Mund. Jetzt ist alles ganz dick und doof und taub und halten Sie dieses Gefühl aufrecht, bis wir fertig sind mit der Behandlung. Ja, und dann brauche ich sehr viel weniger einspritzen. Normal im Oberkiefer nach einer Stunde die nächste Dosis und wenn jemand schön in Trance ist, dann hat er praktisch einen ruhigen Kreislauf, dann baut sich das Zeug nicht so schnell ab. Gibt es denn auch wirklich Fälle, wo es mal ganz ohne Anästhetika geht? Also wir haben über 500 oralchirurgische Eingriffe gemacht, wie das Entfernen von Weisheitszähnen oder Wurzelspitzenresektionen. Und ich habe immer wieder mal einen Hypnotherapeuten, der nach Stuttgart kommt, um selber zu erleben, ob das mit der Hypnose wirklich auch klappt. Vor kurzem hatten wir einen Hypnotherapeuten, der hat sich alle 4 Weisheitszähne in einer Sitzung operativ entfernen lassen, mit allen möglichen Schwierigkeiten dabei. Und er hat es so toll vorbereitet und ist so tief in Trance gegangen, dass ich das durchziehen konnte. Das waren knapp 2 Stunden. Und als er dann zurückkam zum Fädenziehen, sagte er, er hat null Schwellung, null Nachbeschwerden. Das ist der Benefit, wenn ich ohne Spritze arbeite, dass ich damit rechnen kann, dass ich hinterher nicht leide. Ja. Das heißt, die Heilung geht schneller. Die Heilung geht sehr viel schneller und leichter, weil die Heilung kann erst beginnen, wenn die Wirkung der Spritze weg ist. Ja, also die Spritze verhindert Durchblutung und heilen tut es erst, wenn es durchblutet. Wir haben dafür anfangs bei operativen Eingriffen manchmal die Schwierigkeit, dass es stärker blutet wie normal, aber auch das kann ich wunderbar suggestiv beeinflussen. Wie gefällt Ihnen hier der Kongress in Bad Kissingen? Früher war die Hypnosegemeinde auch sehr klein und das waren ein paar wenige, die sich immer wieder getroffen haben, die viele ausgebildet haben. Und inzwischen ist ja die zweite, dritte Generation an Trainern schon da. Und es hat sich viel mehr in die Breite verändert. Und es ist sozusagen die alten Hasen, die umarmen sich noch, aber die Jungen, die neu dazukommen, haben so ein bisschen eine andere Einstellung gegenüber dem Ganzen und sind erstmal ein bisschen reserviert. Und das ist eine Entwicklung, die einfach da ist. Und es ist ja erfreulich, wenn es in die Breite geht, wenn viel mehr Leute sich für Hypnose interessieren. Da kann man medizinisch ungeheuer viel Gutes tun. Beispiel Blutdrucksenkung geht wunderbar mit Selbsthypnose, geht sogar über CDs. Da gibt es Studien, das funktioniert einwandfrei. Und das ist sehr, sehr wenig bekannt. Und da denke ich, da müssen wir in der MEG, auch in der DGZH machen wir in dem Bereich viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, damit einfach die Masse der Ärzte und vor allen Dingen die Patienten erfährt, da gibt es ja was, wo ich nicht unbedingt meine Beta-Blocker brauche, sondern ich kann das in Selbsthypnose regeln und dann habe ich auch nicht die Nebenwirkungen der Beta-Blocker. Ich habe jetzt schon gehört, dass es Freude macht, in der MEG zu sein, weil es eine intensive Beziehungsstruktur gibt.
Und Sie haben ja auch vielleicht schon eine Vision, was Sie vielleicht noch mit erarbeiten wollen. Eben haben Sie es ja gesagt, dass diese Hypnose und eine Beziehungskultur noch mehr in dem Medizinerbereich forciert wird. Also es ist ein ganz wichtiges Ziel, die Hypnose im Bereich der normalen Medizin reinzubringen. Jetzt nicht nur für die Schmerzärzte oder für ein paar spezialisierte Leute, sondern Hypnose ist interessant für einen Internisten, der Magenschläuche schlucken lässt, oder einen HNO-Arzt, der chirurgische Eingriffe weiter hinten im Hals macht. Da kann man mit Hypnose wunderbar die Leute ruhig stellen, friedlich kriegen. Und Hypnose ist eben bei allen chronischen Erkrankungen eine wunderbare Sache, da wo eigentlich die Schulmedizin so an ihre Grenzen stößt oder halt zum Preis von Dauermedikation, da kann man bei vielen chronischen Erkrankungen enorm helfen, wenn man die Patienten dazu bringt, dass sie Selbsthypnose lernen und letztendlich ihr Verhalten verändern. Und das ist eine Möglichkeit, die man halt in der Hypnose hat, die so sonst in der Medizin eigentlich kaum erreichbar ist. Da ist ein riesengroßes Feld, was die Leute gesünder machen würde, was insgesamt viel billiger ist, was aber leider kein Sponsoring findet, weil die Pharmaindustrie hat keinerlei Interesse, dass die Hypnose sich ausbreitet. Herzlichen Dank, Albrecht Schmierer.